Good morning in the morning an Tag 27 unserer USA-Reise. Ja, schon 27. Es werden immer weniger Tage, die uns hier noch bleiben in den USA. Wir haben gerade beide gesagt, es kommt uns nicht vor wie 27 Tage. Das kommt uns viel weniger vor. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Gleichzeitig kommt es uns das aber trotzdem, also mir kommt es vor, dass wir in New York waren, wie ein ganz anderer Urlaub als gerade. Ja, ja. In New York hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier gerade machen und erleben. Ja, jedenfalls, wir versuchen noch die restliche Zeit hier zu genießen. Wir sind jetzt in den Everglades wieder, beziehungsweise auf dem Tamiami Trail. Der liegt auf der Nordseite der Everglades, also ist die nördliche Begrenzung. Wir haben immer noch keinen genauen Plan, was wir gleich machen wollen. Wir haben jetzt auch kein Internet leider mehr hier, um irgendwas online zu buchen. Heißt, wir haben mit dem Restinternet, was wir noch hatten, so ungefähr mal rausgesucht, wo wir hinfahren. Gucken, dass wir da rechtzeitig ankommen und dann gucken wir vor Ort mal, was wir da für eine Tour machen können. Exakt. Und wie wir mal vor allem aufs Wasser kommen, um Gators zu sehen. Und insgesamt muss man sagen, dass die Vegetation jetzt hier ganz anders ist als gestern. Ja. Das hatten wir beide so vorher nicht auf dem Schirm, dass die Everglades so unterschiedlich sind. Wenn man an Everglades denkt, haben wir immer so an diese weite Graslandschaft, an diese sumpfigen Teile gedacht. Das ist jetzt auch Also hier ist es so. Das ist der Part, wo wir gerade durchfahren. Ne? Das ist der Part, man sieht es jetzt nicht, weil da Büsche sind. Aber wo wir gerade durchfahren, ist es so, wie wir uns das vorgestellt haben. Was also ganz anders ist. Riesige Flächen, man kann bis zum Horizont gucken, hat überall nur Sumpf und Gras und so trockene Vegetation eigentlich. Wo wir gestern waren, das war ganz anders. Das waren ja. Das ist aber nicht trocken hier, das ist alles auch so. Sumpf. Ja, genau. Man muss dazu sagen, Sumpf und Wasser, aber so trockenes Gras einfach. Genau, beziehungsweise man muss sagen, die Everglades sind tatsächlich nicht, wie man denkt. Aber mach nochmal neu, das ist komplett durcheinander. Das ist richtig scheiße. Mach nochmal komplett neu, löscht das Video. Nein, das ist nicht scheiße. Das war voll gut. So, und wenn wir jetzt uns hier mal die Landschaft ringsherum angucken, wir sind jetzt auf dem nördlichsten Teil der Everglades, ist die Vegetation ganz anders als gestern. Ja, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Diese vermeintliche Sumpflandschaft. Dabei sind die Everglades, wie wir hier gelernt haben, oder kurz vorher, als wir uns mit der Reise beschäftigt haben, die sind gar kein Sumpf, so wie man halt denkt, sondern die sind eigentlich im Grunde so ein großer Fluss, der aus dem Norden kommt und ganz langsam ins Meer fließt. Genau. Kann man so grob sagen, Dann hat man im Landesinneren hat man Süßwasser, wo Alligatoren leben. Süßwasser fließt dann ins Meer, da hat man dann Salzwasser, dazwischen so eine Brackwasserregion und im Salzwasser sind halt keine Alligatoren mehr, sondern nur Krokodile. Und wo wir gestern waren, das war halt eher so wie die Florida Keys an der Südspitze am Meer. Waren ja sogar die Keys. Genau, es waren die Keys und da hat man halt Meer und so strandartiges Land. Und wo wir jetzt hinfahren, das soll so ein Mittelding sein, ne? Das sind dann so Mangrovenwälder, wo wir versuchen, aufs Wasser zu kommen. Das sieht man dann vielleicht eher mal in so Reels auf Instagram, beziehungsweise in unserem Algorithmus. Genau, da sieht man dann so diese Mangrovenwälder mit viel Leben drin. Also hier ist wirklich alles sehr unbelebt und da, wo wir jetzt gleich aufs Wasser gehen, hoffen wir uns, dass da viel Leben und viele coole Tiere sind. Wir ganz besonders vorsichtig sein. Wie viel waren das? Zu weit nach hinten. Weiter vor. Weiter vor. Und stopp.
dann so einen Bogen. Und vor den Wahlen wollen wir auf jeden Fall in Kanada sein. Okay. Und verschifft wird dann Anfang November von Halifax wieder. Okay, okay. Was war denn das Beeindruckendste, was Sie jetzt auf Ihren ganzen Reisen gesehen haben? Das ist schwierig zu sagen. Also, es ist schon immer sehr beeindruckend, aber nach wie vor ist Grönland immer noch irgendwie... Ja. Habe ich gestern noch gesagt, dass ich unbedingt mal nach Grönland möchte, ja. 7 und mehr Monate in der Arbeit. Aber gut, wenn man so lange unterwegs ist, ist der Vorteil im Auto, ne? Also da muss man ja auch voll ausgestattet sein und sich da wohlfühlen. Ja, ja. Und das ist... Der ist ja riesengroß. Ich werde mich jetzt hier mal eben eincremen. Ist das lebensgefährlich? Schaffen wir das? So, und da muss man eben eincremen. Da läuft er. Und hier im Hintergrund, ich weiß gar nicht, wo ist er? Irgendwo, ich glaube da, oder? Da. Genau. Da ist ein Gator. Ist krass, die sind hier wirklich überall am Straßenrand. Also wir haben jetzt bestimmt schon 20 Stück haben wir schon gesehen, oder? Mehr, sagt er. Ja. Wir überschlagen das jetzt mal und dann geben wir euch am Ende des Tages unseren Gator-Count an. Wir gehen gerade richtig auf den Sack, das muss man auch sagen. Aber besser auf den Sack als auf den Schwanz, weil der ist sehr gefährdet hier an meinem Autoreifen. Unser Auto war ja schon mit Granaten im Sack, als wir es abgeholt haben. Aber wir geben dem Auto hier gerade wirklich nochmal seinen Rest. Ich glaube, das kommt auf dem Video nicht rüber, aber... Woher wird unser Auto denn hier überhaupt angefasst? Ja, weiß ich nicht. Zombie-Apokalypse. So, und ich habe gerade noch gelernt, das ist mir bis jetzt nie so bewusst gewesen, habe ich auch nie darauf geachtet, wir haben unser Auto mal irgendwo hingestellt, dass man aufpassen muss, wenn man sein Auto auf den Parkplatz stellt, wo Palmen sind. Ich war nämlich gerade live dabei, wie so eine Kokosnuss runtergekommen ist und ich glaube, so eine Kokosnuss aus 10 Meter verträgt es mit der Windschutzscheibe nicht so ganz gut. Vielleicht sollten wir in Zukunft darauf achten, dass wir unser Auto nicht unter Palmen abstellen. Ja. Und Kokosnüsse töten ja auch mehr Menschen als Haie. Ist das so? Das ist so. Ja. Um mal hier eine Lanze zu brechen für die Haie. Alles klar. Ich bin nämlich Haifreund. So, wir hoffen, das ist nicht das letzte Video, was ihr von uns zu sehen bekommt. Jedenfalls nehmen wir jetzt schon mal unsere Henkers-Mahlzeit zu uns. Okay. One tuck. Wir haben tatsächlich eine Kajaktour durch die Everglades gebucht. 3 Stunden plus im Dunkeln. Insgesamt sind wir 4 Stunden unterwegs. Also die ist jetzt um 20 Uhr abends vorbei, heißt im Stockdunkeln. Wir fahren im Dunkeln durch die Everglades mit den Crocodiles und Alligators. Da haben wir ein bisschen Angst. Ja, wir haben wirklich ein bisschen Schiss. Wir halten das nicht für ungefährlich. Wir mussten eben ein Disclosure unterschreiben, wo wir den aber nicht durchgelesen haben. Ja, ich weiß nicht, ob das noch problematisch werden könnte. Ja. Die Musik spielt ein letztes Mal für uns. Ja. Macht's gut. Direction, but just hang out here for a sec. Their natural reaction is to stay in watery areas because that's where they want to be, but you guys good back there?
The bears will eat a little bit of this, a little bit of that. Like I said, that Brazilian pepper. What's the name of this river again? What's it called? This, well, actually, this is Halfway Creek. And then the human with the pet decides they want to be a superhero and try to fight an alligator. Yeah. Stochen gerade. So, wir haben jetzt hier die Lampen an und machen jetzt mal uns auf die Suche nach ein paar Alligators, aber werden dabei übelst von Mücken zerstochen. So, wir sind jetzt hier nochmal im Publix. Ein sehr schöner Publix vom ersten Eindruck. Ja, jedenfalls, wir brauchen jetzt noch was zu essen für den Abend und auch für den nächsten Morgen. Ein bisschen Brot und ein bisschen Obst wäre auch nicht schlecht. Mal schauen, was wir hier finden. Kennt ihr das bei Big Brother, wenn die da im Pennymarkt einkaufen? So fühle ich mich gerade. Weil wir in einem Penny sind. Anleitung? Geht das ja hier nirgendwo hin. Also das ist hier hinten einfach nur ein offenes Fach, wo das Wasser rauskommt.